Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unterschleißheim in 60 Sekunden. In den letzten Wochen sind leider die Corona-Infektionszahlen stark gestiegen. Um für die kältere Jahreszeit gut gewappnet zu sein, wurde hier am Volksfestplatz Unterschleißheim das neue Testzentrum für Ober- und Unterschleißheim in den letzten Tagen aufgebaut und hat am Mittwoch seinen Betrieb aufgenommen. Hier können sich ab sofort alle Bürgerinnen und Bürger aus Ober- und Unterschleißheim auf eine mögliche Covid-19-Infektion testen lassen. Maßgeblich daran beteiligt war auch Herr Christoph Breitfeld, der auch die Koordination des Testzentrums übernommen hat und uns sicherlich einiges zu den Abläufen sagen kann. Herr Breitfeld, was die Menschen sicherlich am meisten interessiert, wer kann sich hier testen lassen? Prinzipiell kann jeder Bürger aus Ober- und Unterschleißheim einen Covid-19-Test in diesem Testzentrum bekommen. Was muss eine Person tun, um einen Test zu bekommen? Jeder, der sich im Testzentrum testen lassen möchte, benötigt einen Termin. Diesen Termin bekommt er online auf der Homepage der Stadt Unterschleißheim sowie auf der Homepage der Gemeindeverwaltung Oberschleißheim. Ist ein Link hinterlegt, der direkt zum Online-Terminvereinbarungstool führt. Dort sind die nächsten freien Termine ersichtlich und man kann sich den Termin buchen. Wie läuft denn der Test ab und wie bekommt man das Ergebnis? Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung für Ihren Termin. Zum Termin finden Sie sich bitte am Volksfestplatz in Unterschleißheim ein und betreten das Testzentrum hier über den Eingang. An der Anmeldung werden Ihre Daten überprüft und die Krankenversichertenkarte eingelesen. Danach geht es über den Wartebereich in den Testraum. Dort wird mittels einem trockenen Tupfer der Corona-Test abgenommen. Selbiger Tupfer geht am gleichen Tag in das uns angeschlossene Labor und von dort bekommen wir derzeit das Ergebnis binnen 24 Stunden und dann informiert die Stadtverwaltung bzw. die Koordinatoren des Testzentrums den Patienten über sein Testergebnis. Vielen Dank, Herr Breitfeld, für die Informationen und mein Appell an alle, halten Sie Abstand und tragen Sie eine Alltagsmaske und passen Sie auf sich auf.